Wir sind von unserer kleinen Reise zurück, ne, wo wir uns das ganze Album von La Paz angehört haben, KRKA. Ihr habt das Video sicherlich auch gecheckt, selbstverständlich. Was soll ich dafür noch großartig werben? Und jetzt sind wir wieder im Studio und gönnen uns neue, frische Musik. In diesem Fall von Bandit 44. Kenne ich persönlich nicht, ist wohl ein aufstrebender Sprechartist aus Hamburg mit dem Song Bandit, produced by Dapogi. Den kenne ich wiederum. Guter Mann, Shoutout an Dapogi. Sehr talentierter Beatproduzent und an sich auch Produzent, mischt seine Sachen. Mastern tut er auch? Weiß ich gar nicht. Mastert er? Ich glaube, der mastert auch digital, oder? Ja, ich glaube schon. Müsste aber auch hier drin stehen. Wenn du das siehst, Digi, schreib es gerne in die Kommentare, damit Leute wissen. Und genau, und er produziert hauptsächlich bei MG Studios in Hamburg. Wenn ihr Beats wollt oder Anfragen habt, auch, ne, ihr wisst Bescheid, was man da halt macht. Kontakt aufnehmen und so. Genau, mehr weiß ich nicht. Ich habe nur einen Teaser gesehen. Ich weiß ungefähr, wie der Beat klingt. Das war's aber auch. Bist du gespoilert? En peu. En peu. Merde alors, avec, fromage. Wollen wir loslegen? Ja. Gut. Fullscreen. Bonner. Play. Ich bin Bandit. Ja, hier, klingt so ein bisschen nach diese, so ein bisschen so Griselda inspiriert. Griselda, das ist doch hier diese New Yorker. Noch nie gehört. Nie gehört. Er muss man noch nicht unbedingt hören. Ich glaube, die hatten so einen Hype vor 1, 2, 3 Jahren, wie auch immer. Aber so oldschool, slow, schwere Drums. Ich glaube, das wird in so eine Richtung gehen. Ich bin Bandit. Uns ist dumm wie nie. Frag mich, kann ich noch was rippen? Gibt es genug Dorf zum Dehn? Was gibt's zu holen? Wovon kann ich profitieren? Doch im Endeffekt ist es egal, bin viel zu stoned dafür. Holen die Bassen, danach rauch ich ein Bubatz. Mache was ich will, cause am Tag so wie Tupac. Hol mir was ich will, mir scheißegal was du machst. Mache es so lange, bis ich nichts hab und mich super. Ich ticke aus Prinzip und raube viel Profit. Mache Geld auf der Street und wasch es mit Musik. Mucke ist mein. Man lacht, aber die Geldwäsche mit Musik wird häufiger betrieben, als man, glaube ich, denkt. Ich habe jetzt erstmal gerade, ich habe gar nicht so doll auf den Text geachtet gerade, sondern mehr so ein bisschen so die Szenerie abgecheckt in Hamburg. Ah, ist schön, wir haben sich gute Orte ausgesucht da zum Drehen. Kennt man, ne? Weg von Kriminalität, doch bis dahin erzähle ich euch, was ich erlebt, ja, du verstehst. Dieser Shit so paradox, aufgewachsen in den Blocks, aber Taschenparajok, deshalb Box. Ich steh den nächsten Juan an, denn bald mach ich sehr viel Money, nie mehr U-Bahn fahren, ey. Nie wieder vor Gericht, nie mehr Anklagebank. Nie wieder Taschenblank, nie mehr Sirene und diese Angst, die mich packt. Wenn mich ein Bulle wieder schnappt, Angst, dass Mama weint, weil ein Zivi mich verarscht. Heute geht's mir gut, deshalb brauch ich noch ein Blatt. Bald wird's noch viel besser und mein Leben wird entspannt. Frei wie ein Adler, denk nicht, ich bleib hier gefangen. Gehe meinen Weg, keiner hier sagt mir, wo lang. Keiner hier sagt mir, wo lang. Keiner hier sagt mir, wo lang. Schön ausgefadet auch mit den Drums, so. So den Bass rausgenommen. Keiner hier. Keiner hier. Keiner hier sagt mir, wo lang. Hey. Tschüss. Street Smart. Street Sim. Kooperation. Das sind dann wohl die Videomaker. Mhm. Gerade nochmal. Ich glaube, da steht Street Smart und dann Art. Ja, gut. Hast du recht. Hast aber du recht? Das hat auch bei mir ein bisschen gedauert. Für mich ist es Street Sim Art. Ja. Ah. Könnte man einen Relaunch beim Logo machen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Gute Nummer. Irgendwie konnte man so durchhören. Ist auch nur 1,43 Minuten. Ja, dieser Trend der sehr kurzen Musikstücke. Nicht ganz meins, aber. Stimmt, 1,43 noch nicht. Ich mag's länger. Aber ist persönliches Ding. Ist geil. Ich glaube, es ist heutzutage dieses.
dass die Konzentrationsspanne einfach nicht mehr so krass ist, weißt ja, du? Das Ding ist, das erzählt man ja, aber ich habe das Gefühl, das ist Bullshit. Wenn du 50.000 Mal sagst, alle sind, keine Ahnung, haben eine Sehschwäche, dann denkst du irgendwann, es ist ja auch so, dass alle Menschen echt eine Sehschwäche haben. Was ich meine? Ja, ich schätze mal, dass das auch schon öfter untersucht worden ist, ne? Das sind jetzt jüngere Leute, nicht wir. Weil wir haben halt, wir sind ja in diese Handy-Generation so reingerutscht. Mhm. Aber so Kids, die jetzt wirklich gerade aufwachsen und dann immer nur diese Informationen. Warte mal ganz kurz, ich mach das Bild dunkler. Wir reden sofort weiter. Weiter. Also diese Informationswelle quasi, die auf die ganzen Kids zukommt, es ist halt. Das alles zu verarbeiten, das heißt, man braucht weniger Zeit. Also man muss sich weniger Zeit einteilen, um all diese Dinge auch unterzuordnen, einzusortieren und so. Ne? Und ich glaube, im Wachstum ist schon mal was anderes als jetzt bei uns, wo wir halt schon gewohnt sind, auch mal ein bisschen längere Texte zu lesen oder längere Sachen zu hören und so einfach auf was einzulassen und so. Ich glaube, daher passt sich natürlich auch so die Musikwelt so ein bisschen an. Ja. Ja. So 1,43. Ist schon kurz, aber. Ist schon kurz, aber ich würde immer noch sehr wagemutig behaupten, dass die Kinder nicht weniger Aufmerksamkeit haben. Ganz im Gegenteil, die können eher besser filtern. Weißt du, was ich meine? Wenn da irgendwelche Tests gemacht haben, okay, wer macht die Tests und was für Ergebnisse willst du erzielen, damit du das irgendwo platzieren möchtest? Das ist ja immer so ein. Studien sind immer so. Ja, ja, nein, auf jeden Fall. Das eine ist Studie, so. Aber das andere sind so. Ja, okay. Ne? Also, ich kenne auch Kinder, die sind übertrieben smart. So. Die sind smart, die haben auch ein Smartphone, so, und trotzdem sind die jetzt nicht unbedingt. Ich würde sogar behaupten, dass die in dem Alter wesentlich smarter sind, auch in der Art, also, als so manche, die ich in meiner Schulzeit hatte. Schlau sein und Konzentrationsfähigkeit, zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Also, ja, die waren. Also, ich kenne Kinder, die sind konzentrierter als die Idioten von damals. Okay. Na gut. Aber es ist auch ein ganz anderes Thema. Es hat mit dem Song jetzt herzlich wenig zu tun, bis auf die Länge des Songs selber. Ja, wie fandst du den Song? Ich fand ihn gut. Ich fand ihn auch nicht schlecht. So rein von den Lyrics, ja, ist halt, der heißt auch Bandit. Was erwartest du, Alter? Weißt du? Und der Song heißt auch Bandit. Ja, und dementsprechend also sind die Lyrics so. Ich will auch nicht so wirklich viel sagen. Ja, so ein Kleinkrimineller, halbstarker, bla bla, irgendwas mit Drogen. Aber geil produziert. Also wer es feiert, wer sowas an sich feiert, der wird es feiern. Hm. Da würde ich überzeugt. Ja, also von der Technik her, finde ich, hat er es auch gut umgesetzt, auch mit den Lyrics. Ja, also den Flow und alles. Hm. Jetzt hat er alles gut umgesetzt. Und auch das Image. Hat der hat einen Charakter, ne? Der hat einen guten Charakter, der Typ. Der hat so. Das, was er da erzählt, ist, er sieht auch danach aus. Nicht, dass ich dich jetzt fronte dafür oder sowas, ne? Aber der, als würde er diese Geschichte mittragen, so. Das ist ja auch so eine Art und Weise, wie du dich gibst in Videos, ne? Ja. Dieses, das ist ja auch in gewisser Art und Weise ein Schauspiel. Und das hat er gut gemacht. Ja. Kommt gleich rüber. Musikalisch top. Finde ich geil. Auch mit den Nuancen am Ende, wie der Beat da so Bass ausgefadet wird und all so eine Geschichte, finde ich geil gemacht. Mhm. Aber da weiß ich auch, dass der Dapogi, der macht das gut. Er macht das gut. Was gibst du? 7. 7? Gib. Herr Lyrisch. Lyrisch. Es ist nicht so ganz meins, aber es ist für das, was es ist. Es ist halt das, was es gut gemacht. 7,5. Ah ja, okay. Ich hätte Bock auf 8, aber da fehlt mir doch schon irgendwie was. Das etwas. Deswegen 7,5. Okay. 7,25? Mhm. 7,25 für den Song Bandit von Bandit44, produced by Dapogi.